Amanda befand sich mitten in einem brennenden Raum. Das einzige Fenster war zu klein und zu hoch für die Frau, um es zu erreichen. Es gab auch nichts, worauf man klettern oder stehen konnte. Es gab kein Seil. Eine Tür gab es auch nicht. Und dennoch war Amanda binnen Sekunden draußen. Wie hat sie das gemacht? Es gab keine Tür in dem Zimmer. Die Frau rannte einfach durch den Türrahmen hinaus. Jason war ein Kurier, der regelmäßig Lebensmittel und andere Dinge an Mrs. Brown lieferte. Der älteren Dame gefiel er sehr. Sie vertraute ihm genug, um dem Mann zu erlauben, ihren Ersatzschlüssel zu benutzen, den sie unter ihrer Fußmatte aufbewahrte. Wenn Mrs. Brown weg war, nahm Jason diesen Schlüssel und ließ alles, was er mitgebracht hatte, drinnen. Eines Tages kam der Mann zum Haus der Frau und stellte fest, dass der Schlüssel nicht an seinem üblichen Platz war. Er klingelte und ein Mann, den er noch nie zuvor gesehen hatte, öffnete die Tür. »Ich bin Elektriker«, sagte er. »Ich habe ein paar Probleme mit der Beleuchtung im Wohnzimmer behoben. Und die Dame ruht sich jetzt aus.« Jason rief sofort die Polizei. »Warum?« Der Mann benutzte den Ersatzschlüssel, um hineinzukommen. »Siehst du? Er liegt auf dem Tisch im Flur. Aber wenn er ein echter Elektriker wäre, hätte die Dame ihn hereingelassen. Warum würde er dann überhaupt den Ersatzschlüssel brauchen?« Ein seltener und wertvoller Diamant wurde in einer kleinen Stadt gefunden. Die örtlichen Behörden mussten ihn in die Hauptstadt transportieren. Alle Kriminellen in der Gegend wussten von dem unbezahlbaren Edelstein und waren hinter ihm her. Aber ein Detektiv sagte, er wisse, wie man den Diamanten sicher in die Hauptstadt transportiert. Was hat er vorgeschlagen? Sie übertrugen die genaue Kopie des Diamanten mit viel Publicity. Aber das echte Juwel wurde heimlich vom Detektiv in die Hauptstadt gebracht. Du bist in einem Raum eingesperrt. Und das Einzige, was dir helfen kann, da rauszukommen, ist dieser Hinweis. Du wirst diesen Raum nicht verlassen, bis du mein Rätsel gelöst hast. 123 ist gleich 0. 5237 Gramm ist gleich 0. 8899 ist gleich 6. 370 ist gleich 1. 1001 ist gleich 2. 123.456.789 gleich? Die Antwort ist 4. Sie müssen alle geschlossenen Kreise in den Ziffern zählen. Lila wurde von einem Schurken gefangen genommen, der sie dann in einem Keller einsperrte und wegging. Nach einigen Stunden kehrte der Schurke zurück. Er versprach, dass er Lila freilassen würde, wenn sie sein Rätsel lösen könnte. Aber wenn sie versagte, würde sie für immer dort bleiben. Der Schurke gab dem Mädchen einen Zettel, auf dem stand: Errate die nächsten drei Buchstaben in der Folge. GTNTL. Kannst du ihr helfen? Die Antwort lautet ITS. Jeder der Buchstaben in der Reihenfolge ist der erste Buchstabe der Wörter in der Notiz. Hannah hat sich in einer Höhle verirrt. Nach einiger Zeit des Umherirrens sah sie drei Tunnel. Der erste Durchgang war voller Bärenfallen. Der zweite Tunnel war gefüllt mit giftigen Gasen, die aus dem Boden kamen. Der dritte Durchgang war voller Wasser, in dem riesige Walhaie schwammen. Welchen Tunnel sollte Hannah wählen? Hannah wählte den dritten Tunnel. Walhaie sind harmlose Filterfresser. Ein wohlhabender Geschäftsmann verschwand eines Nachmittags direkt aus seinem Zuhause. Seine Frau rief die Polizei. Ein Detektiv kam und befragte jeden, der zu dieser Zeit im Haus war.
Die Köchin sagte, sie habe das Abendessen zubereitet und die Küche nicht verlassen. Das Dienstmädchen behauptete, sie habe das Esszimmer gereinigt, nachdem der Geschäftsmann und seine Frau zu Mittag gegessen hatten. Und die Frau sagte, dass sie nach dem Mittagessen in der Sonne gebadet und im Pool geschwommen sei. Der Detektiv erkannte sofort, wer hinter dem Verschwinden des Mannes steckte. Kennen Sie die Antwort? Es war die Frau. Schau nach draußen. Es ist Spätherbst und es ist kein Wasser im Schwimmbad. Paul war ein junger, aber sehr talentierter Chemiker. Er sollte an einer sehr wichtigen Konferenz teilnehmen, wo er seine neueste Arbeit präsentieren musste. Aber kurz vor der Veranstaltung sperrte Pauls neidischer Kollege den Kerl in sein Labor. Es gab keine Möglichkeit, dass er dort alleine herauskommen konnte. In der Mitte des Raumes befand sich ein Reagenzglas mit einer leuchtend lila Flüssigkeit darin. Dort war auch eine Notiz. Diese Mischung wird in 1 Minute explodieren. Du hast nur eine Chance, sie mit einer dieser Zutaten zu neutralisieren. Wenn du die richtige hinzufügst, wird die Reaktion aufhören. Hier ist der Hinweis, den du brauchst, um die benötigte Zutat herauszufinden. Übrigens, dein chemisches Wissen wird hier nicht helfen. Glücklicherweise war Paul sehr schlau und schaffte es, die richtige Zutat zu finden, bevor die Zeit abgelaufen war. Welche war es? Es ist eine Reihe von Buchstaben von H bis O. Das bedeutet, dass die benötigte Zutat H2O ist, also Wasser. Betty hatte gerade in einem netten Café zu Mittag gegessen, als mehrere Polizeibeamte hereinkamen. Sie suchten nach einem Verbrecher, der am Tag zuvor aus der Polizeiwache geflohen war. Auch Betty begann sich umzusehen und die Besucher zu mustern. Sie entdeckte den Verbrecher sogar schneller als die Beamten. Wer war es? Schau dir den Barkeeper an. Er trägt Handschellen. Schauen Sie sich diese Gleichung an. Es ist nicht korrekt. Was können Sie tun, um es richtig zu machen? Alles, was du tun musst, ist die Gleichung umzudrehen. Du bekommst 108 entspricht 6 mal 18. Schau dir dieses Bild an. Wie viele Zombies kannst du hier erkennen? Sie sind alle Zombies. Der Kerl links hat anscheinend seine Augäpfel verloren. Auf dem Eis, das das Mädchen isst, liegt ein weiterer Augapfel. Und es scheint sie nicht zu stören. Und obwohl dieser Hund den Kerl rechts beißt, scheint er keinen Schmerz zu verspüren. Schau dir diese Bilder an. Kannst du herausfinden, wer eine Schwangerschaft vortäuscht? Es ist die Frau auf der linken Seite. Schau dir die Balance an, die der Junge hält, der mit dem Buchstaben D darauf fehlt. Eines Tages wollte Sally nicht zur Schule gehen. Sie ging zu ihrer Mutter und sagte, sie fühle sich nicht gut und habe Fieber. Ihre Mutter fühlte an ihrer Stirn. Und tatsächlich, sie war heiß. Sallys Mutter ließ das Mädchen zu Hause bleiben. Schau dir Sallys Zimmer an und versuche herauszufinden, wie das Mädchen ihre Mutter getäuscht hat. Kinderleicht. Sie erhitzte ihre Stirn mit dem Haartrockner. Eine Person braucht einen Tag, um ein Loch zu graben. Wie lange würde es dann dauern, für 2 Personen ein halbes Loch zu graben? Es gibt so etwas wie ein halbes Loch nicht. Eine Melone kostet 40 Cent, eine Himbeere kostet 60 Cent, eine Avocado kostet 80 Cent. Wie viel kostet eine Litschi? Die korrekte Antwort lautet 60 Cent. Der Preis jeder Frucht beträgt 20 Cent multipliziert mit der Anzahl der Vokale im Namen der Frucht. Nachdem er in der Nacht zuvor einen Streit mit einem mächtigen Zauberer gehabt hatte,
wachte Mark in einem dunklen Raum auf. Glücklicherweise funktionierte sein Handy noch. Er schaltete die Taschenlampe ein und sah drei Türen. Anscheinend führte die erste zu einem Meer, das von räuberischen Haien wimmelte. Die zweite Tür führte zu einer Höhle, die mit scharfen Felsen und Fledermäusen mit riesigen Klauen gefüllt war. Und die dritte Tür führte zu einem Wald mit gehirnkontrollierenden Zombie-Mücken. Welche Tür sollte Mark öffnen, um zu entkommen? Die zweite Tür klingt wie eine ziemlich sichere Wahl. Fledermäuse sehen vielleicht beängstigend aus, aber sie werden dich nicht angreifen, wenn du sie nicht provozierst. Ein seltsamer Mensch hat dich gefangen genommen und dir angeboten, einen Ort zu wählen, an dem du die nächsten drei Wochen alleine bleiben musst. Wenn es dir gelingt zu überleben, würde er dich freilassen. Er gab dir drei Optionen. Eine Wüste mit einigen umherwachsenden Kakteen. Ein sonniges Feld mit Blumen, wo du eine Banane und ein Glas Wasser haben wirst. Und einen Strand unter stürmischen Himmeln, umgeben von scharfen Klippen, mit hohen Wellen, die gegen das Ufer schlagen. Wo wären deine Überlebenschancen größer? In einer Wüste gibt es kein Wasser und sie werden nicht lange überleben. Eine Banane und ein Glas Wasser werden ihnen nicht helfen, drei Wochen zu überleben. Ihre einzige Wahl ist der Strand. Das Meer wird ihnen Nahrung bieten. Und da das Wetter bewölkt ist, können sie Regenwasser trinken,